So, servus liebe Leute, willkommen zum Rennen in Gröden. Endlich geht's los. Endlich. Nach der langen Woche der Qualifikation können wir jetzt endlich ins Rennen starten. So, ich habe schon ein paar Runden gedreht. Die ersten zwei, drei halbwegs passablen Zeiten reingeritzt ins Eis von Gröden. Man hat uns hier ja ein Eisrennen spendiert. Im Gegensatz zu den realen Bedingungen war es leider nicht, also beim realen Rennen jetzt am Wochenende, ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt, war es ja mehr oder weniger von Neuschneeregen und weiterem Schneefall geplagt. Und die sind ja auch bloß auf verkürzte Abfahrt gefahren. So, aber hier, wie gesagt, gibt es ein Eisrennen. Was hat sich an den Skieinstellungen verändert? Ich bin ein gutes Stück mit den Gleiteigenschaften vom Ski runter und habe dafür die Kanten nach oben gezogen. Das heißt, wir fahren jetzt mit 24, 46, 30. Wo das Optimum ungefähr liegt, keine Ahnung. Ich schätze mal auch in dem Bereich, weil die Skifarbe hier, die ändert sich hier schon mit wenigen Pünktchen schon auch von grün auf blau und so. Kann ich jetzt so auch nicht sagen, was das Optimum ist. Also, wir starten. Als Geist nehmen wir uns den nächst besseren vor. Ich bin eine Zeit gefahren von 209.420. Das ist schon mal eine solide Zeit. Und wir sind damit unter den Top 10.000. Wir fahren gegen Lucky 1. Ja, servus Lucky. Ich möchte ja noch was zur Abfahrt erzählen, die heute Mittag oder heute Nachmittag war. War ja recht... rechtzeitige Angelegenheit. Eigentlich war das Rennen, glaube ich, um 12 Uhr geplant und man hat es verschoben auf nach 14 Uhr irgendwann. Boah. Mit meiner Laberei kriege ich natürlich überhaupt nichts hin. Macht aber nichts. Dafür kriegt ihr ja die allerwichtigsten Informationen zur Abfahrt in Gröden. Und zwar hat gewonnen der Steven Nyman. Recht überraschend, muss man eigentlich sagen. Für ewig nichts mehr gewonnen. Das letzte Mal, ich glaube auch vor 5 oder 6 Jahren in Gröden. Die Abfahrt. Und das Ganze war dann an sich ein recht kurioses Rennen. Es lief bis zum Fahrer so 10, 12 oder so. Dann gab es wieder ein... Oh, Scheiße, hat es mich hier raustrieben. Game Twist. Abum. Ja, bis dahin lief es. Dann wurde es nochmal unterbrochen für, ich glaube... bestimmt Viertelstunde, 20 Minuten, keine Ahnung. Und dann hat so die Spitzengruppe hat irgendwie nicht die optimalen Verhältnisse erwischt. Es war zwischendurch mal ein wenig die Sicht wieder schlecht. Und nicht unbedingt, wie man gedacht hätte, dass vielleicht die Piste langsamer wurde oder so. Durch den neuerlichen Schnee, den es eingeschneit hat. Nee, es ist dann im Laufe des Rennens immer schneller worden, die Piste. Wahrscheinlich wegen den Temperaturen, die mal weiter runtergegangen sind, wo dann die Piste so ein bisschen angezogen hat. Auf jeden Fall sind Steven Nyman und auch der Zweite, der Rock Perko, mit einer Startnummer von jenseits der 30, glaube ich sogar, da nach vorne gefahren. Und das war bis zum Schluss, ich glaube, ich habe bis zur Startnummer paar 50 oder was habe ich geschaut. War super, super spannend und super schön anzuschauen. Nicht ganz so schön und super spannend wird es wahrscheinlich für die Österreicher und für die Schweizer gewesen sein, die natürlich für ihre Rennläufer da mitgezittert und mitgefiebert haben. Beste Österreicher war, glaube ich, war es Puchner oder Streitberger, weiß nicht genau, irgendwo Platz 13 rum. Bei den Schweizern war es sogar noch ein bisschen schlimmer, die sind irgendwo jenseits der 20 irgendwo gelandet. Und dann auch noch bester Schweizer, junger Fahrer, der ebenfalls mit so einer recht späten Startnummer ins Rennen gegangen ist. Und sogar der beste Deutsche war vor den Schweizern. Also es ist unfassbar, was da in dem Rennen passiert ist. Wenn man sich dann noch die Ergebnisliste anschaut, ist ein Holländer in Top 10. Holländer ist jetzt auch wieder natürlich jetzt nicht böse gemeint. Vor allem ist derjenige, glaube ich, gar nicht in Holland geboren, sondern glaube ich ein Franzose, der einfach für die Niederlande startet, weil er noch doppelte Staatsbürgerschaft hat oder so. Aber trotzdem, sehr kurioses Rennen, hat sehr viel Spaß gemacht. Und
wie gesagt, mit einigen Überraschungen. Und ich hatte schon die Befürchtung, das Rennen wird entweder gar nicht erst gestartet, nachdem Nebel und Wolken und Schneefall und was weiß ich, ja, wie es ausgeschaut hat. Mei, mei, mei. Und dann kommt da noch so ein Hammerrennen raus. Könnt ihr mir vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr das Rennen verfolgt? Habt ihr das Rennen gesehen? Seid ihr vielleicht sogar Österreicher, Schweizer und habt richtig mitgelitten mit eurer Mannschaft? Wir Deutschen, wir sind da ja ein bisschen, keine Ahnung, wie man sagen soll. Wir sind schon froh, wenn irgendwo überhaupt einer in die Top 30 reinfährt. Was übrigens auch einer geschafft hat, und zwar der junge Philipp Zepnik aus, ich weiß nicht, ob er da auch herkommt, aber fährt jedenfalls für den SC Halblech. Doch, bei uns hier, oder da wo ich herkomme, aus der Nähe. Recht junger Fahrer, was weiß ich, wie viel der Weltcup, aber auf jeden Fall absolut tolles Ergebnis, freut man sich für den jungen Kerl. Nur Batz. So. Jetzt konzentrieren wir uns aber ein bisschen mehr aufs Rennen. Will er hier noch eine schöne Zeit fahren. Eigentlich die 209 hatte ich mir noch vorgenommen. Das weiß ich jetzt allerdings nicht, ob ich das hinkriege. Scheiße, Dreck. Vielleicht muss ich ja nachher mal die Aufnahme kurz unterbrechen und nochmal ein paar Übungsrunden drehen. Einfach damit ich wieder ein paar Passagen besser drauf habe. Hier beim Eisrennen, wie schon gesagt, eben an Skieinstellungen kann man einiges machen. An der Linie selber weiß ich jetzt gar nicht. Bin ich jetzt so gefahren, wie ich es immer gewohnt habe. Ein paar Stellen habe ich mir noch was abgeguckt, aber das sind auf keinen Fall die Stellen, wo ich hier meine Riesenzeit verliere, so wie hier. Scheiße, da war ich so schnell schon, wo ich meine guten Zeiten gefahren habe. Deswegen ist jetzt auch, also, werd hier spielend fertig gemacht vom Lucky. Aus Österreich. Uah. Was soll ich hier für einen Slalom eigentlich? Gerade so, dass ich überhaupt an die 130 komme. Mei, oh mei, oh mei. So, und bleib da oben. Na. Will ich auch schon schneller rumkommen. Ist ja fix. Drum. Tiago. Ach, scheiße, da haben wir wieder hier so eine Welle mitgenommen. Ach, Mensch. Come on. Bisschen Konzentration. Muss das doch wohl machbar sein. Aber bei den eisigen Bedingungen ist natürlich auch die Top-Zeiten, die man hier von der Sonne gewohnt war. Die sind hier nicht mehr drin. Es fahren auch die Besten, fahren so um die 204. Ganz knapp dran. Bin ja mal gespannt, ob sie das noch unter die 204 schaffen. Auch mit 203er Zeit. Und das da vorne, das ist auf der Rangliste echt spannend mit anzusehen. Richtig ein Tausendstelrennen. Da geht es wirklich um die Tausendstel. Eine super Sache. So, jetzt. Nein, ein bisschen zu früh. Verdammt. Come on. Come on. Ich konnte leider das Rennen im Fernsehen nicht im ORF oder auf dem Schweizer verfolgen. Sondern hab's dann auf Eurosport verfolgt. War so schlecht auch nicht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr aus dem Kopf, wie die zwei Knirpse heißen. Doch, der eine war der Wörndl aus Sonthofen. Der macht Spaß, der ist ganz lustig. Scheiße, ich bin ein Idiot. Wieso fahre ich denn die Kurve wieder so?
Weiß ich doch, dass das nicht schnell ist. Und der andere, wie heißt er denn? Guido Heubel, kann er sein? War das der? Glaub schon. War jedenfalls auch ganz nett zum Anschauen. Die haben auch schon um, glaub, kurz nach zwei das erste Mal erwähnt, dass das Rennen vermutlich abgebrochen werden könnte und dass sie sich schon auf die Fahrt rüber zum, ich glaube, Riesenslalom ist das, was morgen ist, freuen und auf den Rotwein und die und den Wellnessabend oder was. Die wurden dann natürlich noch eines Besseren belehrt und mussten dann auch noch bis zum Fahrer über 50 kommentieren. Aber es war ja spannend. Die hatten auch eine riesen Gaudi beieinander. Aber ich bin da ja Fan vom österreichischen Fernsehen, was die Skisportübertragungen angeht. Ja, insbesondere sowas wie Interviews oder sowas, das bietet halt bei Eurosport im Moment, zumindest bei den Abfahrtsläufen, bietet das niemand was. Ich weiß jetzt gar nicht, was die ARD gemacht hat. Alles, was Ski Alpin angeht und nicht die Damen sind und nicht jemand von den Deutschen da vorne mitfährt, da sind die, juckt die scheinbar keine Sau. Ich hab's nur gesehen in der Programmvorschau, als das Rennen noch für Viertel nach zwölf, glaube ich, angesetzt war, dass das gar nicht übertragen hätten, sondern nur eine Zusammenfassung. Von daher sind wir in Deutschland natürlich auch etwas geplagt. Dafür müsste ich mir dann Skeleton oder so ein Ding angucken. Also es ist nichts gegen Skeleton, aber das ist nichts, was mich interessiert am Wintersport. Und gegen Biathlon kann natürlich überhaupt nichts anstinken. Biathlon und zum Glück ist wenigstens Skispringen noch vorn mit dabei, aber Ski Alpin, ich glaube vom Slalom ersten Durchgang von den Herren oder so, da gibt es auch immer nur Zusammenfassungen. Da ist dann immer alles andere wichtiger. Dafür kommen dann Einspieler zu irgendwelchen Depressionen von irgendeiner Lindsay Vonn. Boulevard, scheiß Bildniveau, keine Ahnung. Ist. Ja, da könnte ich ewig könnte ich mich darüber auslassen, was der Scheiß soll. So. Und vor lauter Abkotzen bin ich ja auch nur eine 2.099 gefahren. Oh, ich bin schon wieder aus den Top 10.000 rausgerutscht. Gott, das sei. Das kann nicht sein. Alpine, gib ein Boller Gas. So. Ja, darf ich nicht zu spät drücken. Sonst funktioniert es nicht mehr. Und hier, ich glaube, ich habe noch nicht zweimal hintereinander optimal den Einlenkpunkt hier geschafft, dass ich dann hier sowohl am Tor als auch oben und die Geschwindigkeit halbwegs mitnehme. Ich glaube, jetzt hat es mal wieder halbwegs funktioniert. Upp. Kommt's hier rum. Und hier halbwegs eng, 100 km/h. So habe ich mir das eigentlich gedacht, dass ich es fahren möchte. So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier auch nochmal eng rumkommen. Halbwegs und mit einigermaßen Skigrad, aber die Geschwindigkeit, die passt mir nicht. Ich war hier schon 118 km/h schnell mit den Skien hier. Ski. Mehrzahl von Ski ist Ski, glaube ich, oder? Würde ich mir auch so abkotzen, wenn dann Leute hier ankommen und Skier sagen oder so ein Blödsinn. Komm, oben bleiben. Na, bisschen zu weit runter, aber die Geschwindigkeit mitgenommen. Ich glaube, da ist auch wichtig, dass man einfach dann auf Zug bleibt. Und hier kommen wir nicht mehr rum. Das ist doch zum Kotzen, ist das.